Am wenig verheißenden Anfang der Roman Catholic Church of Our Lady of Sorrows, der römisch-katholische Kirche Maria Schmerzen, stand eine stille Messe in einer Schankstube vor einem Kuhstall. Pfarrer Bonaventur Frey erwarb den Raum mit gerade einmal 130 Sitzplätzen als provisorischen Versammlungsort. Die 1867 vom Orden der Minderbrüder Kapuziner gegründete Gemeinde kümmerte sich um das Seelenwohl der wachsenden Anzahl deutscher Familien in Kleindeutschland. Der bekannte deutsch-amerikanische Architekt Henry Engelbert entwarf das permanente Domizil der Gemeinde in einem viktorianisch, byzantinisch und romanisch beeinflussten Stil. Nach wenig mehr als einem Jahr Gottesdiensten in dem Provisorium übersiedelte die Gemeinde Marieschmerzen an ihren derzeitigen Standort in der Pitt Street 103. Im neuen Gebäude fanden bis zu 1500 Gläubige Platz und so konnte die Gemeinde wachsen und gedeihen, was sie auch tat. Doch um die Wende zum 20. Jahrhundert zogen die deutschen Einwanderer weiter in den Norden der Stadt. Und das Erscheinungsbild der Gottesdienstbesucher wurde nun zunehmend von den italienischen Neuankömmlingen geprägt. Die Zeit ging ins Land und mehr lateinamerikanische Gesichter ersetzten die italienischen. Als das neue Jahrtausend anbrach, wurden Messen in englischer und spanischer Sprache angeboten. Und die Kirche nahm einen Zweitnamen an, Nuestra Señora de los Dolores. Auch heute noch ist die Kirche Zuflucht der römisch-katholischen Gemeinde des Viertels, auch wenn sich dessen Bevölkerungsstruktur im Laufe der Jahre verändert hat.